Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play von mir von War on the Sea. In der neuen Version 1.8G6H3. Jetzt wurde die komplette Kampagne überarbeitet und es wurden Änderungen von der Tokyo Express Mod übernommen in das Hauptspiel. Und hier, wir fangen an. Und zwar mit der Operation Watchtower, der Landung auf Guadalcanal. Es gibt eine neue Schiffsklasse, die St. Louis. Ich werde es euch nachher gleich mal zeigen. So, Angriff auf Pearl Harbor, bla bla, seit 1937, aber die China haben Theater, das kommt jetzt mal Angriff, dass man die Shorty mehr hier sieht, die im Trockenbord explodiert. Und hier vorne sieht man die Türme der gestrandeten Nevada. Ja, Schlacht in der Korallensee, Schlacht um Midway. Jo, wir befinden uns nun in der Situation kurz vor Guadalcanal bei den Salomonen, 5. August 42. Der Geheimdienst berichtet, dass feindliche Truppen auf Guadalcanal gelandet sind und mit der Konstruktion eines Flugfelds begonnen haben. Wenn es fertiggestellt ist, können Langstreckenbomber unsere alliierten Nachfluglinien zwischen Amerika und Australien bedrohen und Luftunterstützung für japanische Marineaktivitäten nicht ergeben. Wir müssen den neuen Hybriden als vorgeschriebene Basis nutzen, um Guadalcanal zurückzuerobern, das Flugfeld auszubauen und die Nachbarinsel von den Feinden zu säubern. Als Alternative kann es aber auch sein, dass große feindliche Verluste an Schiffsmaterial dazu führen, dass Guadalcanal geräumt wird. Das heißt quasi, wenn der Feind 100 Schiffe mehr verliert als wir, haben wir auch den Sieg errungen. Unsere Ziele sind, ein Level 5 Flugfeld auf Guadalcanal zu errichten, Guadalcanal, Florida Island und Malaita zu erobern und die Kontrolle über Port Moresby und die Malm Bay zu erhalten. So, es gibt jetzt neue Neuerungen, also hier das wöchentliche Einkommen, unser aktuelles wöchentliches Einkommen ist bei 40, also noch recht wenig. Wir starten mit 250. Wir kriegen 100% vom Kaufpreis zurück, wenn Schiffe repariert werden. Zwischen 19 Uhr abends und 5 Uhr morgens, also für... Ja, quasi für 10 Stunden können wir keine Flugzeuge einsetzen. Nachschub pro Woche, 1500 Truppen, 5000 Nachschub, 200 Ingenieure, 200 an Treibstoff. So, jetzt haben wir noch Pause. Wir haben hier Port Moresby. Ich spiele übrigens mit dem No Jägermod, sodass die Jagdmaschinen keine Bomben tragen. Also Port Moresby ist sehr wichtig. Ich habe mal die Mitchells. Ist ebenfalls ins Spiel gekommen. Ich habe mal Malm Bay, ebenfalls vorgeschobene Basis. Ja, ich habe mal die neuen Hyperiden. Dann können wir hier schon mal Aufklärer starten. Das ist noch nicht Jäger. Sollen die gleich mal patrouillieren. Schickt mich hier gleich mal die Aufklärer los. Es gibt irgendwas eine Neuerung für die KI. Wenn die Truppen landet, bombardiert sie automatisch. Oh. Hoppla. Dann bombardiert sie automatisch. Feindliche Truppen. So, feindliche Landpositionen. Das
So, und da wir hier nicht wissen, wie, wo und was. So. So, das sind unsere Patrouillenbereiche in die hier. Die haben wir auch mit Bomben bestückt. So, jetzt gehen wir hier mal hin. Hier ist übrigens unsere... kann man zwar schon ganz Basen herspringen, aber ich weiß nicht, wer das alles nutzt. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall U-Boote entsenden. Denn hier mal Leiter... Dann sollten wir einnehmen, um hier eine kleine vorgeschufene Basis zu haben. Den neuen Hybriden. Jetzt können wir hier hin. U-Boote. Tempo-Klasse. Gleich mal auf die Amerikaner. Die Gato und die S-Klasse. 12 Torpedos. Trench Speed 12 Stück. Wir werden jetzt erstmal hier S-Klasse benutzen. S4. Manage Cargo 30 Mann. Die soll ich gleich mal hier hin. Dann werden wir hier S28 in Dienst stellen. Ach, soll ebenfalls Truppen mit an Bord nehmen. Und den schicken wir dann hier, hier und hier durch. Und noch eine Gato-Klasse. Beziehungsweise Schiffe-Tambor-Klasse. Die Grampus. Der soll hier und hier hoch. Dann habe ich jetzt mal drei U-Boote im Feld. Jetzt kommt der nächste Verband. Wir brauchen einen Träger. Wir werden uns hier auch für die Wasp entscheiden, weil sie ist die kleinste. Zerstörer-Eskorten. Ja, nehmen wir hier schon zwei von der Ferragard. Leichter Kreuzer. Jetzt hier die St. Louis zutun und einen schweren Kreuzer, die Pensacola. Und hier eine Wasp Task Force. So, jetzt haben wir noch 68 Punkte offen. Man muss natürlich wirklich vorsichtig taktieren. Jetzt haben wir hier noch einen Konvoi erstellen. Ich habe mich dazu entschlossen, die die normalen Schiffsbezeichnungen zu nehmen. Arthur Middleton. Ja, das sind ganz normale Frachtschiffe. 2, 3, 4.
5, 6. Sieben, acht, zwei Zerstörer. Sonst können wir noch eine C3 mit reinnehmen. Mit 12. So, das passt in den Konvoi, nennen wir. SL1. So. Das passt. Man diesen Konvoi hier bestücken, denn mein erstes Ziel ist hier, O'Anel Island auszuschalten. Hier ist ein japanisches Flugfeld von Flugbooten und ich will diese Basis nicht zerstören, sondern ich will sie übernehmen. Jetzt gucken wir da mal. Mal, zweimal, dreimal, viermal. So. Dann nehme ich auch noch Truppen an Bord. Und sollen die beiden Treibstoff mitnehmen? Die beiden Frachter waren rausgeschmissen, das gilt. Und sonst haben wir hier. Ja. Bisschen mehr als 2000 Mann. Ich habe mal den Nachschub. Jo. Würde ich jetzt sagen, hier. 16 Stunden, 43 Stunden. Jetzt den Konvoi nehmen. Hm, 37, 12, 24, mittags. Da müsste man nachts ankommen, direkt der Kurs hin und hoffen, dass wir den Stützpunkt einnehmen. So, dann fangen wir mal an. Sind der Crews ready to launch? Jetzt erstmal da oben. Hier oben haben wir noch Kapstadt. Und Garrisons. Also haben wir hier noch Sunderland Liberator. Wow. Ich würde hier eine Sunderland, lass mich starten. So dass die hier auf jeden Fall gucken können. Und hier haben wir auch noch Kettleliners. Machen wir die mal mit ein paar Bomben. Na, nicht. So. Das passt. Und wir werden hier auch die Jagdstapeln dann ausschicken. Also Malmbe hat ebenfalls Speer in der Luft. So, was soll das eskortieren? Für Kitty Hawk. Und jetzt gucken wir mal. Ich denke mal, so viel wird am ersten Tag nicht passieren. Na. Oh. Marina hat einen Verband geordnet, 10 Schiffe, vermutlich ein Träger und ein schnelles Schlachtschiff. Jetzt ist die Frage, können wir hier noch was tun? B17.
Starten Sie mal. 3,5 Stunden. Ignorieren. So, das war natürlich eine gute Öffnungsphase. Vor allem, wenn der Träger hier in dem Bereich operiert. Schiffe. AO. Ah, verdammt. Können wir den angreifen? Nee. Das ist ebenfalls zu weit weg. Da kann man nichts machen. 3 Schiffe. Dann gehen wir gerade mal ins taktische Gefecht. Ja, es ist schon recht riesig, es ist Abenddämmerung. Gesehen hat. Keine Ahnung. So, wir haben jetzt den B17 hier oben verbannt. Jetzt probieren wir es mal aus. Gehen wir mal ins Taktische. Ja, schade. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Nope. Können wir nichts machen. So, sämtliche Flugstreitkräfte kehren zurück. Ja, das ist natürlich die Nacht zum Vorteil. So. Das ist jetzt die Tambor. Ne, die hat 6 Torpedo da vorne, 4 hinten. Das Problem ist, die hat wirklich nur die Torpedos. Hoffen mal, dass die recht schnell beim Einsatzort ist. Hier sind die Aufgaben New Georgia, Washington Island und Malaita zu besetzen. Während wir jetzt halt gucken müssen. So. Sofort die Flugzeuge wieder starten. Jetzt doch vielleicht Träger vorhanden sind, würden wir hier ein Suchmuster bilden.
eben diesem Bereich mit den Marinern. So, lass mal die mal starten. Gleichzeitig setzen wir von hier unten Flying Fortress aus. Ein aus. Na, 1600. Na komm, nimm mal schwere Bomben. Vielleicht haben wir ja Glück. So. Jetzt gucken wir uns mal die Verband an. Morgen früh die Worst Task Force vorne in Zerstörer. Hier die St. Louis, basiert auf der Brooklyn. Richtig schön. Die Wasp natürlich. Northampton schwerer Kreuzer. Und als Schlusslicht eben wieder ein Zerstörer. So, jetzt haben wir erstmal schauen, dass wir den Konvoi gedeckt kriegen. So. Den neuen Hybriden. Aha, da ist ein Flugzeug. So. Jetzt werden wir hier die Lycans einsetzen, um den Konvoi SL1 zu decken. Gleichzeitig wird man hier jetzt kommen mit der Patrouille mit der Wasp Task Force, um hier jetzt einfach eine bessere Garantie zu haben. Oh, es sind schon Flugzeuge in der Luft. Da oben muss was sein. Werden es die hier nochmal vier Flugzeuge wegnehmen? Ah, nehmen wir fünf. Ah, fünf. Die schicken wir den B-17 hinterher. Und die acht Stück zum Konvoi. Und vier Stück ebenfalls die Wasp zu schützen. So, jetzt komme ich hier mal in die taktische Ansicht.
ein bisschen auffächern. Nee. Hier ist nichts. Schade, da sind Flugzeuge unterwegs. Jo, die Flying Fortress ist auf den Trägerverband gestoßen. Jetzt geht's um alles oder nichts. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, wie das Abwehrfeuer der Bomber zündet. Schade, die erste Flying Fortress wurde abgeschossen. So, let's drauf. Guckt mir, dass ihr mir den Boah, verdammt. Ich bezweifle, dass die durchbrechen. Es sind noch 4 Maschinen übrig. Jetzt bin ich echt gespannt. Wenn die Bomben treffen, haben wir Glück. Na, schade. 2 Nahtreffer. Hier oben ist ein Träger, das wissen wir. Gut, der Träger ist aber hier oben und nicht da unten irgendwo. Das heißt, wir können da oben jetzt recht beruhigt sein.
Die Wasp ist bereit, Flugzeuge zu starten. So. Die hier sind schon im Zielanflug für die Operationen dort. Jetzt gucken wir mal. Ach Mensch. Na, eine Combat Air Patrol. Also ihr habt schon eine der besten Neuerungen des neuen Patches gesehen. Der Luftkampf wurde erheblich überarbeitet. Okay, das war's. So. Eigentlich ist meine Hausregel, keine großen Träger zu nutzen. Ich finde es auch gut, dass die Escort-Funktion der Flugzeuge hier nach wie vor funktioniert. Also keine großen Träger zu Anfang zu nutzen, deswegen habe ich mich auch hier für die Wasp entschieden, obwohl es eigentlich ein mittlerer Träger ist. So, die Flugoperationen sind beendet. So, wenn es dieses U-Boot hier nach Malaita schicken. Und dort soll er dann seine Leute entlassen. Die beiden anderen Boote sind noch östlich. Dann können wir hier den Stützpunkt schon mal unser eigen nennen. Ein kleines Plus. Unload Cargo, so my light is now under control. Das finde ich gut. Also mit dem neuen Update hat man viel besser die Basisversorgung zu kontrollieren. Na gut, hier haben wir auch noch eins, Santa Isabel Flugburg Basis. Oh, hat er das geändert, dass hier wirklich auch größere Luftbasen sind. Okay, Wassel Island, wenn wir uns gleich mal ausschalten. Als linker Träger, Stützpunkt. So. Bombardieren kann ich gar nicht. Alle Einheiten abladen. 3.500 Mann haben wir hier. Es müsste reichen, um diesen Stützpunkt auszuschalten, abzustürmen. Was jetzt mit den Jägern hier? Erstmal den Konvoi decken, so dass der hier nicht irgendwie
Problem bekommt. Jo, jetzt haben wir hier. Jetzt müssen wir natürlich wieder anfangen zu suchen. Das ist eben das, was sehr klickaufwendig ist. Hier werden wir jetzt mal eine permanente. Luftpatrouille einrichten. Hier unten haben wir den hier. Da hat jetzt ein Träger. Jetzt haben sie das U-Boot geortet. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bestatten sie das U-Boot. Das ist ja lustig. Gut, so jetzt der Liner. Hier Bomber. Ignorieren. So, 58 Meilen. Dann haben wir hier nämlich schon mal unseren ersten. Angriffspunkt. So. Es gibt keine feindlichen Jäger. Na, das haben sie aufgefächert. Sind sie wirklich so gestaffelt, oder wie? Viewfighter haben eigentlich in der Regel auch eine sehr gute Bordbewaffnung. Schön. Gucken wir mal. Na, die haben schon von einer Magazinexplosion gesagt. Sehr gut. 5,5 Tonnen versenkt. Dann können wir sie zurück zur Basis schicken. Ah, mit der Catalana hätten wir nicht so angreifen können. Ganz vergessen. Was haben wir denn nicht hier erwischt?
Komm einmal Ruhe, ein Transporter. Naja, mindestens etwas. So, S28 hat einen Konvoi entdeckt. Siebeterbogen, ja, vom Mann. Vermutlich 6 Schiffe, 2 leichte Kreuzer, 3 Zerstörer. So, Zero ist von. Ah, da oben sind sie. Zwei Zerstörer, ein schwerer Kreuzer, ein leichter Kreuzer und 2 Zerstörer. Jetzt fangen wir mal das Typschiff an. 7000 Yards ist die Entfernung. Verflucht. Wir hatten identifiziert, und das andere ist ein Katuri-Flugzeug. Gehen jetzt einfach mal auf den Kurs. Sehen wir wieder rein. Ja, die Mogami wäre ein gutes Ziel. Vielleicht nehmen wir den leichten Kreuzer. Ja, müssen wir mal gucken. Darf ich nicht vergessen, die Zerstörer haben auch ein Update bekommen. Und ich kenne jetzt die ersten, die schon schreien: Cheater, Cheater. Wir gehen jetzt ran bis auf. Die Reichweite der Torpedos. Verflucht, wir müssen näher ran. Mark 10. Wir müssen bei weitem näher ran. Oder begnüge ich mich mit dem leichten Kreuzer? Das ist nämlich die Ausgangsposition bald bescheuert. Müssen wir noch näher ran? Okay, ich probier's mal. Nee. Kann man nicht ran. Na komm, ich probier's einfach. Mehr als schief gehen kann's nicht. Los. Jetzt bin ich mal gespannt, ob drin, ob es klappt oder ob es nicht klappt.
bin ich mal sehr gespannt. Wir schießen ihn quasi hinterher. Winkel ist ungünstig, Reichweite ist ungünstig. Ja. Also wenn es wirklich trifft, haben wir Glück gehabt. Hier unten müsste die Mogami sein. Tja, wie ich mir dachte. Was habt ihr Reichweite? Verflucht. Und ich habe festgestellt, warum ich die S-Klasse jetzt schon hasse. Das einzige U-Boot, das was taugt, ist hier die Vampus. Also die U-Boote, die würde ich wirklich nur als Versorger nutzen. Die kommen mir sonst da nicht nah genug ran. Taktisches Gefecht. Wir haben Glück. Die kommen uns entgegen. Sehr gut, dass ich reagiert habe. Wow, da ist die Malhalla. Boah, das ist ein guter Screenshot. Sicherungsfahrzeuge, ein Zerstörer, ein leichter Kreuzer, noch ein leichter Kreuzer, schwere Kreuzer, Träger, wieder ein leichter Kreuzer, Kreuzer und Zerstörer. Gucken wir uns den ganzen Spaß mal an. Wow. Das sieht mir nach Takao aus. Na, da ist das Hauptziel. Mal direkt auf Gegenkurs. So, jetzt beschleuniger mal. Die Reichweite unserer Waffen ist ein bisschen besser. So, hier haben wir noch einen schweren Kreuzer. Es ist eine Miyoko. Na, es ist sogar ein Takao-Kreuzer.
Machen wir zwei. Und hier machen wir los. Sofort auf Gegenkurs. Dann wird das aber auch die letzte Aktion für diese Folge sein. Vom Abstand her, es könnte passen, dass es erst die Taco und gleichzeitig den Träger erwischt. Dann hätten wir Glück, einen Flottenträger so früh auszuschalten, das wäre vorteilhaft. Vorausgesetzt natürlich, der Zerstörer fährt nicht rein. Also weder der Zerstörer noch der kleine Kreuzer. Ich glaube, ich mache jetzt auch gleich volles Risiko und schieße da nochmal einen Fächer ab. Vierer Fächer, sobald wir ihn aufgedreht haben. Das gefällt mir nicht. Komm schon. Bitte nicht. Das war so klar. So. Sie wissen jetzt, dass ein U-Boot in der Nähe ist. Und jetzt dreht er schon bei. Das ist die Frage. Ganz toll. Ach, verflucht. Okay, wir haben keine Kontakte mehr. Also treten wir mal einen Rückzug an. Ach nee, du. So, wir besetzen mal mit dem Boden hier noch kurz die Inseln. Einfach um hier
So. Der patrouilliert hier diesen Anfahrtsweg. Und der andere patrouilliert hier unten. Toll. Jetzt gucken wir noch mal. Schweres Wetter, da passiert nichts. Eigentlich sind diese U-Boote richtig scheiße. Was in Ireland? Jetzt hat er geguckt, was da wohl landet. Und so, jetzt mal das hier. Ich werde die U-Boote abziehen. Die taugen nicht, dann mache ich eher eine zweite Garde dafür. Jo, und mit der hier ist für irgendwas neues Let's Plays. Machen wir hier einen Cut und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Exekutrix. Speichern wir hier mal ab. GC1, das passt das. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann.